Fangen wir an mit einer Veranstaltung aus Haarlem in den Niederlanden. Am 6. Mai gab es den Slam-Event Niederlande gegen Thailand, die dritte Auflage. Und wir sehen den Kampf Eimas gegen Hanzoek. In the blue corner, from the Netherlands, from KB Arnhem, weighing 66 kilograms at 1 meter and 80 centimeters. Two times Dutch title WFCA, from 68 to 68 kilograms. Total number of fights 40, wins 31, 5 draws. He's a sports teacher in Zutphen. His trainer is Fred Royers. His name is Jimmy Eimers. Da sehen wir also Jimmy Eimers, der trainiert wird von Fred Royers, niederländischer Kampfsportkommentator auch für Eurosport. In the red corner, from Thailand, from Patchpoon Gym, weighing 63.5 kilograms at 1 meter and 69 centimeters. Double time champion of the Lumpini Stadium, he is Hanzoek. Das ist also die Paarung. Eimers gegen Hanzoek. Angesetzt ist dieser Thai-Box-Kampf auf 5 Runden à 3 Minuten. Die Gewichtsklasse ist bis 66 Kilogramm. Wir haben gehört, der Thailänder ist ein bisschen drunter unter dem Limit. Wiegt zwischen 63 und 64 Kilogramm, während Jimmy Eimers dieses Gewicht voll ausgeschöpft hat. Also kleiner körperlicher Vorteil sicherlich für den Niederländer. Und nun kann es losgehen, beide in der Linksauslage. Allerdings Hanzoek scheint da auch ab und zu mal zu wechseln. Jetzt steht in der Rechtsauslage, jetzt wieder in der klassischen Linksauslage. Satte Kicks zum Auftakt. Das ist natürlich das, was man von den Thais erwartet. Gerade diese High Kicks. Damit muss man sich in Thailand ganz besonders auseinandersetzen. Eine gute Veranstaltung war das hier in Haarlem in den Niederlanden. Wir haben sie im Juni gezeigt und stattgefunden hat dieses Event am 6. Mai in Haarlem. Zuschauer sahen Topfights und einige davon, einige Kämpfe waren dann auch lange bei uns in der Top 10 der Knockouts zu sehen. Und auch dieser Kampf hier, so viel kann ich Ihnen verraten, wird mit einem Knockout enden. Wir zeigen Ihnen heute die besten Kämpfe des Jahres 2007, gerade in den leichteren Klassen. Wir beginnen mit einer Stunde Thai-Boxen und dann geht es weiter mit K1. Max, und wir sehen hier Hanzoek schwer getroffen. Mit diesem Rückhandschlag geht er zu Boden, wird hier angezählt. Schwerer Treffer und nun Jimmy Eimers bereit nachzusetzen. Trefferhagel auf den Thailänder. Eimers natürlich jetzt mit dem Willen, vielleicht schon in der ersten Runde dieses Duell zu beenden. Schöner Kick aus der Rückwärtsdrehung. Nicht ganz gepasst, aber die Gefährlichkeit von Eimers, die blitzt hier auf. Er ist sehr beweglich, technisch gut. Sowohl mit den Fäusten als auch mit den Füßen. Haben wir eben seine ganze Bandbreite schon gesehen. Hier wieder dieser Rückhandschlag.
aus der Drehung rückwärts zum Gegner. Da muss man kurz einmal mit dem Rücken zum Gegner stehen. Und hier haben wir den Knockout der ersten Runde satt und kräftig erwischt. Und da taumelt Hanzug durch den Ring, wird zu Recht angezählt. Also diese erste Runde geht ganz klar an Jimmy Amers. Der hatte die besseren, die stärkeren Zähne und natürlich diesen Niederschlag. Da dürfte die Runde mit 2 Punkten an Amers gegangen sein. Hier haben wir nochmal eine gute Szene von Hanzug gesehen, der sich danach versucht, Hans zu wehren. Allerdings sicherlich mit 2 Runden Vorsprung diese Runde an den Niederländer. Hier haben wir nochmal diesen gut getimten Schlag mit der Rückhand aus der Rückwärtsdrehung zum Partner hin. Also jetzt Runde Nummer 2. Und Hanzug dreht auf. Eröffnet gleich furios diese 2. Runde und sorgt für gute Stimmung hier in Halle. Kleiner Reichweitenvorteil bei Jimmy Amers, den er bislang gut ausgenutzt hat. Aber Hanzug scheint sich gut erholt zu haben von dieser ersten Runde. Wir haben es eben gesehen, er kann sehr hart kicken, sehr explosiv. Aber hatte hier wieder die Deckung zu tief und das nutzt Amers aus mit guten platzierten Schlägen und Links-Rechts-Kombination. Zu offen oft der Thailänder, wenn er attackiert. Er will den finalen Schlag. Zu offensichtlich der Wille und Deckung bei Amers, die steht. Da lässt er sich nicht aus der Reserve locken. Jetzt eine klasse Kombination, da war sie wieder. Links, rechts, 2 Treffer und Hanzug geht zu Boden, steht wieder auf. Wird angezählt, wird er rausgezählt. Und das ist der Sieg für Jimmy Amers. Er schlägt Hanzug und diesen Knockout, den haben wir auch einige Zeit in den Top 10 des letzten Jahres gehabt. Jimmy Amers also Knockout-Sieger in Runde 2. 2 klasse Treffer, erst die linke, dann die rechte und da fällt Hanzug wie ein Brett. Hat schon ein paar Mal die Situation ausgenutzt, als der Thailänder sehr offen angriff, ohne sich auf seine Deckung zu konzentrieren, sie sehr vernachlässigte. Da kam Amers schon ein paar Mal gut durch und jetzt hat es richtig geklingelt am Kopf von Hanzug. Freude bei Fred Royas, das ist der Herr mit dem lichten Haupthaar, beziehungsweise ganz ohne Haupthaar, früher selbst mal Weltmeister im Karate und nun Kampfsporttrainer und auch Kommentator, ich habe es eben schon gesagt, hier bei Eurosport, bei unseren niederländischen Kollegen. Also ein überzeugender Sieg war das hier von Jimmy Amers im Kampf Niederlande gegen Thailand. Die 3. Auflage dieses Slam-Events und ein strahlender Jimmy Amers mit Sieg durch K.O. über Hanzug. Enttäuschung im Lager Thailänder, der zweimalige Champion des Lupine-Stadions. Hier klar verloren. Der bessere Mann war eindeutig Jimmy Amers. Also, das war hier der erste Knockout in einer Sendung mit vielen, vielen Knockouts. Und